Ja, dieses Kindl-Gebäude ist schon eine ganz großartige räumliche Situation. Das wurde ja Ende der 20er Jahre im letzten Jahrhundert erbaut von den beiden Architekten Hans Claus und Richard Schepke. Und ich bin jedes Mal wieder überwältigt von diesen tollen Räumen. Die Kindl-Brauerei hat die Produktion hier 2005 stillgelegt und nach Weißensee verlegt. Dann stand das Gebäude mehrere Jahre leer. Und hier entsteht nun ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Es sind beträchtliche Baumaßnahmen notwendig, um dieses Gebäude für ein Zentrum für zeitgenössische Kunst tauglich zu machen. Und trotzdem soll es nur ein sanfter Umbau sein. Der Charakter des Gebäudes soll erhalten bleiben. Das Kesselhaus ist für mich persönlich eigentlich die tollste kuratorische Herausforderung. In diesem Würfel 20x20x20 Meter eine einzige Arbeit sich vorzustellen, wie sie da wirken könnte. Und deshalb werde ich für dieses Kesselhaus immer mit einem einzigen Künstler, einer Künstlerin zusammenarbeiten, um eine ortsspezifische Installation einzurichten. Auch das Maschinenhaus bietet eine ganz spezifische architektonische Qualität. Zum Beispiel im Erdgeschoss, diese Glaskanzel ist einfach wunderbar. Und dann gibt es die Geschosse 1 und 2. Da werden immer parallel eine thematische und eine monografische Ausstellung zu sehen sein. Wir möchten mit unserem Programm einen ganz eigenen Akzent setzen im zeitgenössischen Bereich. Wir haben Ausstellungsflächen von über 1600 Quadratmeter zur Verfügung und da lassen sich viele ganz verschiedene Ausstellungsformate konzipieren. Wir befinden uns hier in Neukölln in einer ganz spezifischen soziologischen und städtebaulichen Situation. Wir sind uns dessen sehr bewusst. Wir möchten ein offenes Haus sein, wir bieten ein Café, wir werden eine Buchhandlung anbieten können, wir bieten einen Biergarten, einen Sommergarten und ich freue mich sehr darauf.